Bakary Jette gehörte im Sommer noch zu den Spielern beim HSV, die man unbedingt langfristig halten wollte. Doch nun steht der Youngster aus Gambia scheinbar vor dem Absprung bei den Hanseaten. Seine Geschichte erzählt den Werdegang eines Spielers, der als großes Talent galt, nun jedoch bei der U21 der Hanseaten auf der Bank sitzt. Noch vor wenigen Monaten hieß es beim HSV, man wolle den 20-Jährigen unbedingt halten und seinen Vertrag verlängern. Dazu kam es jedoch nicht. Obwohl Bakary Jette als riesiges Talent galt und vor allem von Christian Titz in den Himmel gelobt wurde, geriet der Flügelflitzer in eine Abwärtsspirale, die ihresgleichen sucht. Titz sehe großes Potenzial in Jette und möchte ihn unbedingt zu einem klasse Flügelspieler machen. Auch Jette selber sah seine Zukunft in Hamburg und wollte sich als Stammspieler festsetzen. In der Mopo berichtete der 20-Jährige damals noch: "Ich bin dem HSV sehr dankbar, dass ich hier die Chance erhalten habe, Fußballprofi zu werden. Dieser Club ist meine Heimat, ich fühle mich sehr wohl. Auch deshalb möchte ich das Vertrauen mit Leistung zurückzahlen." Für den Profikader durfte Bakary Jette in dieser Saison nur in Freundschaftsspielen auflaufen. Wie so oft bei solchen Icarus-Geschichten verbrannte sich Jette schnell die Flügel. Mittlerweile ist der Rechtsfuß in die U21 der Hanseaten abgeschoben worden und konnte dort in der Regionalliga Nord nicht einen einzigen Treffer erzielen oder vorbereiten. Für einen Bundesliga-erprobten Flügelspieler ist das eine wahrlich schwache Bilanz. Genau diese Ineffektivität lässt auch seinen ehemals größten Fan, Christian Titz, wohl nicht mehr an ihn glauben. Punkt. Ja, das Vertrag läuft nur noch bis Juni 2019 und mit der Konkurrenz auf den Flügeln und seinen momentanen Leistungen deuten die Zeichen wohl auf einen ablösefreien Abgang des Gambiers hin.